Hallo Leute, willkommen zu Resident Evil 2. Ja, fleischig. Gut, dann machen wir jetzt darauf an, jetzt mal die Kartusche festmachen. Ach ja, Eike, was ich eigentlich in der Folge nochmal erzählen wollte. Genau. Was ich in der... Oh, da ist doch jemand. Was ich in der Folge eigentlich vorher am Ende noch sagen wollte, in Bezug auf... Warte mal, das ist ein grüner Zettel. Ist das? Nein, es ist einfach derselbe Zettel wie vorhin. Nein, ein Pin. Eike... In der letzten Folge habe ich doch erzählt, was von wegen... Kennst du noch die Zeit, als man im Videospiel noch Karten zeichnen musste? Na, geht's dir nicht gut? Hast du besser Arm ab als... Ich sag's dir, Alke, hätte das Original Resident Evil so was gehabt? Das... Wie heißt das? Body Dismemberment? Sowas in der Richtung. Ich wette, das hätte nicht mal eine 18er Freigabe bekommen. Ganz einfach, ja. Da wollte ich dich eigentlich fragen, ob du weißt, wie in Shining of the Darkness, den Dungeon Crawler für den Mega Drive. Oder auch bekannt als. Auch bekannt als. Wie heißt das? Genesis, genau, im Original. Warte mal. Oh. Eike, es regnet, es regnet Arme. Kid. Das ist ja schon... Wie kann er aufstehen, wenn er keine Arme hat? Was zum... Oh. Du, Feuerpause gemacht. Ja, ich dachte jetzt... Ich weiß, einmal echt... Es gibt übrigens einen Mod, Eike. Nee, das habe ich doch. Du machst immer Feuerpausen. Also jetzt Minigun, wenn du die Minigun abfüllst, mindestens 10 Sekunden feuern. 10 Sekunden? Ohne loszulassen. 10 Sekunden halten. Da bleibt vom Gegner aber nicht mehr viel übrig. Warte mal. Ist mir scheißegal. Ja, genau. Ab jetzt 10, wenn du die Minigun abfeuerst, 10 Sekunden lang. Kennst du eigentlich den Mod? Nein. Den ich dir erzählt habe? Hab ich doch erzählt. Wo... So, sind da schon 10? Sind das schon 10? Eike? Jetzt. Guck mal, ich habe sie voll beim Boden geschleudert. Voll wie so ein Körperrätsel. Genau. Geschleudert. Ja, ja, es gibt ja diesen Mod, wo jedes Mal, wenn die Gegner, wenn man auf Gegner ballert, zumindest für Jill, dass sie immer dann flucht. Ich kann gar nicht mehr so schlecht. Ich glaube, das könnten wir auch mal benutzen. Ich glaube, da haben wir weniger Angst als bei den. Müssen wir weniger Angst haben als bei den Nackmod. Alle sind verwandelt. Pflanzen geworden. Sie kommen zurück. Immer wieder. Immer und immer wieder. Wieder und immer wieder. Eike, ne? Verbrennt sie alle. Verbrennt sie, bis ihr Körper schwarz wie Asche sind. Ein anderer gibt es nicht. Verbrennt sie! Genau. Was haben wir da? Hat jemand seinen Brustbrot hier gelassen? Nein. Seine. Nein. Wozu brauchen eigentlich Forscher Munition im Schrank? Egal. Signalmodulator. Das ist es, was wir brauchen, Eike. Hier. Ein elektronisches Werkzeug für Wartungsarbeiten. Genau, und da müssen wir das dann einstellen. Umbrella Power. Ja, das steht für Qualität. Ich habe aber nicht verstanden, was das eigentlich sein soll. Ich bin kein Elektriker, Eike. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Aber erstmal machen wir die Tür hier auf. Na, hier, ein elektrischer Signalmodulator. Was ist das? Nutzt es das gut? So. Ich könnte... Nee. Weißt du was, Eike? Wir scheißen jetzt mal ein bisschen drauf. Und holen uns jetzt hier... Läuft er eigentlich langsamer, wenn ich die Minigun nicht ausgewählt habe? Obwohl... Nee, ist ein bisschen lang jetzt, ne? Ach komm, nee, wir gehen erst später holen. Es dauert jetzt zu lange, da jetzt hinzulaufen und zu den Schlafbaracken und da den Moderator einzusetzen, damit sich dann die Tür öffnet. Obwohl, wenn ich jetzt hier langlaufe und da langlaufe... Nee, Quatsch. Ich gehe einfach die anderen Weg. Mann, ich bin doof. Genau. Ja, Eike, wenn du das gespielt hättest, oder wusstest, dass es ist, aber du hast ja Anfang der 90er nicht spielen dürfen, weil du durftest ja nicht. Weil Videospiele sind der Teufel? Oder so? Oder was war es nochmal? Nein, meine Eltern waren nicht religiös. Sondern? Meine Eltern sind auf diese Scheißpropaganda von den Videospielhassern reingefallen. Dass diese man davon schlechte Augen kriegt und... Und was? Nein, dass man davon dumm wird und seine Fähigkeit zu sprechen verliert. Ach so, weil... Nein, die. Das Kind, das du noch die sagen konnte. Ach, du meinst wie das Kind Mama, Papa, Zombie. Ja, genau. Ach so, ja, das waren aber Videofilme. Genau.
haben sie wohl verwechselt. Genau, das ist die 80er, ne? Diese Geschichte, wo sie dann die Filme gezeigt haben und dann so, oh, das geht doch nicht. Und dann hieß das dann, oh, das behinderte Kind, das behinderte Kind, das nur Mama, Papa, komm, Zombie angeblich sagen konnte, wie diese dicke, naja, echt dicke Morph. Bibliothek, nicht Bibliothekarin, Bibliothekarin, ne? Du weißt ja, kennt ihr noch Bibliothekare? Kennt ihr auch Videotheken? Kennst du Kindsteige? Gibt's die überhaupt noch? Ich glaube, in Zeiten von Netflix sind die praktisch tot. Ne? Leider. Oder ist es eher ist es nicht wichtig, dass sie leise sind? Siehst du, du verstehst wahrscheinlich, was man hier machen muss, oder? Du kennst es schon, ne? Was denn? Wir müssen versuchen, die hier so anzupassen, dass es passt. Ne? Echt? Ja, hast du nicht gedacht. Und dann, halt Es dich ist fest. langweilig. Ja, und dann müssen wir das hier einsetzen. Es ist langweilig. Schneid das. Wie soll ich das schneiden? Das ist eine OBS-Aufnahme. Es Ja, das ist werde das nicht. Problem. Ja. Ja, weil DxTory weigert sich ja leider, bei dem Spiel hier das aufzunehmen. Warum auch immer. Ich Ja. wette, wenn ich das einmal google, finde ich den Fehler. Und dann wird irgendwie gesagt, dass Lagerif Lossless nicht benutzt werden soll. Dann plötzlich geht's. Möglicherweise. Oh. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben 5 neue Nachrichten. Und seine Frau heißt Dr. Lili. Oh, der Witz ist schlecht. Okay. Geh auf Nummer sicher. Okay, das waren keine 10 Sekunden, aber das reicht. Was haben wir denn hier? Wayne Lees Posteingang. Ja. Rick Mendoza. Was hat er vor? Kaum zu glauben, dieser Cartwright. Was für ein Arschloch. Das fängt aber schon mal gut an. Naja, er ist der Boss. Vorerst. Aber egal. Hast du meine Helix irgendwo gesehen? Ich habe das Geheimnis unten draufgeschrieben. Sag Bescheid, wenn du sie findest. Ja gut, andere Leute, Eike, die schreiben ihre Nachrichten auf Zettel hier bei Umbrella. Da machen sie es natürlich auf irgendwelche Preise. Vielleicht hast du was. Hast du unseren kleinen Meeting geschafft? Schön. Sorg dich wegen der Gewächshausinfektion. Erledige Lies stattdessen. das nicht vor, scheiß auf die Story, die kennt jeder. Sicher? Ja, das kennt, den Dreck kennt jeder, das ist doch Ich nur will. wirklich nicht so wichtig, Und ist das. uninteressant. Und Wenn das. keine Titten drin sind, ist es langweilig. Mach weg. Das ist das Zitat für. Wenn keine Zitten drin sind, ist es langweilig. Eike. Genau, Wer hat Eike. den Gefrierschrank aufgelassen? Eike, 2019. Kerning. Canning. Oh. Warte mal, gab's so ein Frostding nicht auch? Ja, stimmt, im Original war es auch drin. Kalt. So, dann setzen wir mal das ein und das dann. Wie war es? Es muss unter. Gekühlt werden, wenn das reagiert. Guck mal, Eike, er hat ein Gesicht. Ist das Eike da? 2 Augen? Ist das irgendwie nicht ein bisschen unnötig? Verteiler, Unkrautvernichter. Wie umständlich. Ja. Wie uncool. Uncool. Aber Vorsicht. It's cool, man. Ah, cool. Feuerpausen schon wieder. Ja, aber eigentlich müsste doch gar nicht bluten, oder? Uah. Eigentlich müsste da gar nicht bluten. Der müsste doch durchgefroren sein. Eingefroren sein. Ja. Um nochmal kurz zurückzuspielen. Ja. Bei Shining in the Darkness, den Dungeon Crawler von Mega Drive, Eike, wie heißt Das der? hast du jetzt ungefähr seit 10 Minuten erzählt. Das Versuch. jetzt in einer Minute erzählen. Wie heißt der Schmied in dem Spiel, wo man Ist mir Waffen kaufen egal. kann? Julius Thunderhead. Was ist das Besondere Wow, daran? das. Was ist das Besondere daran? Das ist der Zwerg aus. Den Zwerg aus. Oh! Das ist der Zwerg aus Golden Axe. Genau, spielen konnte. Verdammte Scheiße. Warte mal, ich glaube, den hier kann man reinholzen, bis so geht nicht mehr. Die sind unsterblich. Oder? Dreh dich doch mal um. Wie ist denn? Unsterbliche Gegner sind die billigste Erfindung, die es gibt in der Spielentwicklung. Ja, und vor allem die auch die nervigsten. Ich erinnere nur an Silent Hill 4 The Room. Ne? Die Geister. Siehst du, Eike, ich kann reinholzen, ich kann 10.000 Schuss in ihn reinholzen und er verblutet wie Sau, aber es geht nicht. Es bringt nichts. Hilft nur der gute alte. Wie? Vollgeblutet. Da hilft einfach nur der gute alte Unkrautvernichter. Schade. Wäre eigentlich ganz witzig, wenn auch die Pflanzen hintergrund auch anfackeln würden.
Stimmt, weil er kann ja nur eine schwere Waffe tragen. So, hier habe ich das Ei rausgenommen. Gut. Uiuiuiui, Tiffy. Ja, ja. Genau, das hier müssen wir holen, Eike, weil du es vergessen hast, ne? Wir müssen versuchen, die Zombie, die Pflanze zu lösen, damit wir nicht an den Zombie rankommen, sondern an den Typen, der doch das Band, genau, den Mitarbeiterarmband dabei hat. Warum kann es nicht sein, wie irgendwelche Clubs einfach nur irgend so ein, so ein Stempel auf dem Rücken, nicht wahr? Handrücken, meine ich. Ja, eben. Ja. Ja, die gehen auch ganz genau hier bei Umbrella. Wobei ich das nicht verstehe. Wie machen die das, Eike? Warum machen die das überhaupt, das alles? Diese ganze, Bio-Monster-Virus-Geschichten, hä? Ist doch bescheuert. Das haben wir doch. Das haben wir in der ersten Folge erklärt, warum. Weil es Geld bringt. Weil es eine japanische Fantasy-Geschichte ist. Oh nein! Ja, das hat es. Oh nein, die schönen Pflanzen. Oh. Warnung, Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstäubt. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Eike, oh nein! Hast du es gehört? Hm? Wir könnten eventuell disziplinarische Verfahren nach sich ziehen. Könnte das nach sich ziehen? Hoffentlich kriegen wir keine, kriegen wir keine 20 Schläge auf die nackten Fußsohlen. Oder wir werden einfach in die Ecke gestellt. Oh, alles kaputt. Die Pflanzen, Zombies, sind das eigentlich Zombies? Nein, sind Mutanten eigentlich, oder? Jede Folge dieselbe Frage. Ja. Wie damals, in Batman Arkham Asylum. Alle 10 Sekunden Jedoch-Sohn erwähnt. Nein, das ist aber keine Frage. Das war einfach nur ein Versuch, irgendwie Abos zu tanken. Indem du ihn einfach erwähnst. Ja, da kann man dann in die Text packen. So. Oh. Wow, Dejan. Ist ja nicht so, dass du ihn jetzt auch in die Text packen kannst, ohne dass du Ärger kriegst. Ich dachte, die Text müssen halt übereinstimmen. Der Typ sieht nicht tot aus. Dejan, da wird keiner dein Video gucken und gucken, ob du Kidos erwähnst. Ja, pst. Was ist das denn? Scheiße! Raketenwerfer. Gib ihn. Gib ihn Raketenwerfer. Scheiße. Wo ist er denn? Schade, wäre jetzt hier ein Pflanzenzombie dann, Mutanten, was auch immer. Der bleibt weiter so. Dann würde die aus der Seite schubsen, aber. Ja, bleibt ruhig da stehen. Das hält eine Weile. Ne? Wie damals bei Star Wars, ne? Auf die Schalterballern, ne? Damit die Türen zubleiben. Das hält erstmal eine Weile. Dann repariert es sich von selbst. Oder dann kommt dann so ein fetter. Ungepflegter, rasierter, unrasierter Hausmeister auf der anderen Seite an, wenn die Sturmtruppen dagegen hämmern und sagt dann, kommt mal, macht nicht so schnell, alter Mann, es kann die zu dir. Mach das mal, ja. Machst du wieder irgendwas von Robot Chicken? Nein, das ist nicht von Robot Chicken, das haben wir jetzt selbst ausgedacht. Mhm. Wieso ist es doch sehr naheliegend, dass dann so ein Hausmeister da angeschürft kommt, der dann da rumwirkelt und die dann so, mach mal hin! Und er so, hey, mach keinen Stress. Zeit. 15 Minuten sind gleich rum. Okay. Gut, Leute. Dann raus. Ciao. Wir verbinden das hier nochmal schnell. Yeah! Wir gehören jetzt zum Führungspersonal, Eike. Das heißt, wir können jetzt auf die Personaltoilette gehen. Auf die Cheftoilette. Cool. Ja, gut. Also mit diesem imposanten Bild. Warum hat er eigentlich noch die Binden dabei? Kann er einen zwischen ablegen? Voll. Einfach nur ein bisschen hier Kräuter drauf spielen und fertig ist. Ja, wie in nur für den Spieler, nicht für die Realität richtig innerhalb der Welt. Ja. Wie in diesen Fanfilmen, diesen alten von YouTube. Bis dann, tschüss. Genau. Also Leute, bis dann. Ciao. Viel zu lange Verabschiedung schon wieder. Ich höre jemanden stampfen. Also bis dann. Viel zu lang.